Gestern Abend ist es mal wieder spät geworden. Das heißt, das Bootsticket hatte tatsächlich am Ende, wo ich einfach den Kescher voll hatte, ungefähr noch eine Stunde Zeit. Und da habe ich gedacht, komm, ausloggen. Diese Stunde nutzt du heute sinnvoll. Also habe ich mir die Stunde gepackt, bin sofort zack eingeloggt, ab aufs Boot, Gas gegeben, ab auf diese Position hier gebreddert und jetzt habe ich hier schön entspannt alle Zeit der Welt, hatte zwischendurch auch schon mal wieder kurz eine Pause gemacht, habe jetzt hier schon ordentlich was gefangen und teste jetzt weiter. Eine Position, wo ich hier bis auf ungefähr 90 oder über 90 Meter Tiefe runter oder rauswerfen kann, angeln kann, ganz einfach hier mit Jig, Meeresjig. Und ich bin übelst gespannt, was jetzt dran ist. Ich habe jetzt gerade erst wieder angefangen hier an der Stelle und teste jetzt weiter. Das heißt, wir kommen jetzt, ja, oder wir sind jetzt mitten in der Nacht. Und dann geht das jetzt bis in die Morgenstunden oder bis in die Mittagszeit. Einfach mal gucken, was hier so geht. Ja, also Bootsticket nutzen. Und zwar, ja, ich sag mal so die letzte Stunde vom Bootsticket. Wenn man nochmal seinen Kescher ein bisschen auffüllen will. Oder wenn man nicht einfach nochmal ein teures Bootsticket verwenden will. Das mache ich ja schon seit Anbeginn so. Ich angle ja sehr, sehr, sehr viel auch vom Land aus, weil es für mich einfach entspannter ist, weil ich dann einfach zwischendurch auch mal weg kann hier vom Rechner oder dann bin ich mal 10 Minuten in der Küche oder weiß der Geier was und dann kann ich hier schön entspannt danach weitermachen. Na, guck mal da, da kommt sogar ein schöner Kabeljau. Kabeljau hier ran. Das ist ja ein Ding. Ja, jetzt wo die Population der Kabeljau erhöht wurde, da ist das doch gar nicht so schlecht. 9 Kilo Kabeljau hier einfach schön vom Ufer aus rausgeballert. So, direkt mal wieder in Position. Wir können einmal so halb nur aufladen, auf entspannt. Absinken lassen das Ganze natürlich wieder. Und dann sehen wir natürlich hier mit der bunten Schnur, wie weit wir draußen sind und wie weit wir runterlassen können. Wir machen das mal so ein bisschen straff, dass das vielleicht auch ein bisschen schneller runter sinkt. Was ich auf jeden Fall gleich noch testen will hier an der Stelle, ist Flying Collar Rig für die Qualifikation hier Scholle und Steinbutt zu fangen. Ja, vorhin vor 20 Minuten oder vor einer halben Stunde stand ich hier schon 10 Minuten, habe hier schon ordentlich was rausgezogen. Hecht, also oder Seehecht und Hai. Hier Schellfisch beim Absinken gehen hier auch wieder manchmal die Makrelen tatsächlich rein am Tag. Scholle und Steinbutt war direkt am Anfang. Das war schon mal ein ganz gutes Zeichen für mich hier, einfach sich hinzustellen. So, jetzt hier vorne, wie gerade schon zu sehen, wir sind jetzt hier auf halb ausgeworfen. Ne, wir kommen jetzt hier auf ungefähr 60, 70 Meter Tiefe. Wenn wir jetzt auf drei Viertel aufladen, also 45% aufgeladen haben, wirft man natürlich ein bisschen weiter und dann kommen wir aber auch auf ungefähr 100 Meter Tiefe. Und sofort ist schon Biss. Eine Drehung nur gemacht, zack, Biss. Was richtig gut ist, wenn ihr richtig Fuchs seid, wenn ihr richtig pfiffig seid, dann nehmt ihr das Boot, habt vielleicht noch ja, die Stunde und fahrt einfach hier an der Kante schon mal entlang. Das heißt, einfach wenn ihr oder bevor ihr hier dann anlandet, einfach mal hier hin und her fahren und ungefähr merken, wo an welchen Gewässerbegebenheiten, man sieht das dann ja mehr im Detail, wo man hier große Populationen hat und dann erst hier anlanden. Was wichtig ist, damit man auch noch ein bisschen laufen kann, hier vorne sind ja diese, was auch immer, diese Trockenschilder oder die Warnschilder, was auch immer das ist. Also links daneben, wenn man hier drauf guckt vom Ufer. Man kann auch auf die andere Seite gehen, aber da hat man nur ein sehr kurzes Stückchen. Da hat man nur einen ganz kleinen Bereich, wo man langlaufen kann. Hier in dem Bereich ist der Bereich, den man ablaufen kann, bis da hinten hin deutlich größer. Also hier hat man viel mehr Variationsmöglichkeiten, wenn man eben hier auch ein bisschen länger stehen möchte und hier vielleicht für längere Zeit auch was rumprobieren möchte.
Auf das Setup gehe ich gleich nochmal im Detail ein. Gar nicht so groß und irgendwie übermäßig stark. Das gesamte Setup ist halt mein ganz normales Pilk-Set mit einer normalen Stationärrolle. Ich hatte jetzt die Tage schon mehrfach wieder reingeguckt, weil da so Fragen zukamen zum Pilken und zum Verschleiß. 3% Verschleiß erst auf dem Blank und ich glaube über 6000 Fische jetzt rausgezogen. Also das Ganze mit dem vom Uferangeln, mit dem Angeln auf kleine Fische, gerade mit dem Pilken, bringt es wahnsinnig. Also das ist sehr, sehr effektiv. Und die Pilkrute eben nicht misshandeln für das Angeln auf die großen Brocken. Nicht denken, boah geil, Alter, jetzt habe ich hier eine große Pilkrute. Jetzt fahre ich erstmal hier groß auf die Sandbänke und versuche dann da mit den Pilkern die dicken Brocken zu ziehen. Klar kann man das mal machen, hat man ja auch irgendwann vielleicht mal ein bisschen Bock drauf, aber dafür ist das Gerät einfach nicht gedacht. Dann ist es auch normal, dass man den übelsten Verschleiß hat. So, komm mal ran hier, 15 Meter noch. Und dann gucken wir mal in das Setup rein und vor allem, was das hier ist. Vielleicht ist es ja wieder ein Kabeljau. Nee, das ist flach. Ha, kommt da genau hier hochkant, kommt da hier hochkant angeschwommen. Der nächste Steinboot, relativ klein. Da gucken wir jetzt gerade nochmal eben in den Kescher kurz rein. Der hier ging auf dem Maggot 406 und auch der ging auf den Maggot 406. So, und das machen wir uns jetzt zunutze. Wir nehmen uns hier jetzt das große Setup. Ich gehe allerdings ein bisschen feiner rein, nicht ganz so übertrieben. Moment, wo haben wir die? So, mal eben die Schnur abgenommen vom Wels-Setup. Die Schnur, dann nehmen wir hier auch nochmal das Vorfach, nehmen wir hier 136, das sollte deutlich reichen. So, und jetzt geht es aber hier, wir müssen nochmal umbauen, auf das Flying Collar Rig. Hier ist es. Meeresblei, jetzt nehmen wir hier das leichteste Meeresblei mit 150 Gramm. Dann brauchen wir noch eine Mundschnur. Ich nehme jetzt hier eine relativ kurze, weil ich nicht so schnell unterwegs bin. Also je schneller man quasi unterwegs ist mit der Führung, umso länger sollte dann die Mundschnur sein. Ich gucke gerade mal so kleinere. Na, soll ich hier einfach bei 60 Kilo bleiben? Komm, ich glaube, ich bleibe einfach über 60 Kilo und nehme nochmal einen Meter. Ich nehme mal nur die 50 Zentimeter und mache mal so ein bisschen mehr so in Richtung Jig. Also relativ langsame Führung. Jetzt brauchen wir hier einen 2-0er Haken. 2-0er Haken, ja, müsste eigentlich passen. Und wir nehmen jetzt hier rot, wie die Maggots, einen roten Köder. Die Frage ist, welchen? 14 cm, 6 Gramm. Nehmen wir den hier. Ich nehme einfach mal den zum Testen. So, das Ganze geht jetzt hier um die Qualifikation Meeresangeln. Und zwar haben wir die direkt hier vorne unter Stufe 4. Fange eine Trophäe mit dem Flying Collar Rig. Ja, also entweder Scholle oder Steinboot. Diese zwei Varianten als Trophy auf diesem Rig. Und ich hoffe, dass das hiermit klappt. Also, ich werfe jetzt hier die ganze Zeit hier vorne diese Felskante an. Also, das ist mein Ziel. Und dann werfe ich jetzt diesmal auch nochmal so ein bisschen weiter, dass wir hier richtig weit absinken lassen können, bis auf ungefähr diese 100 Meter Tiefe. Absinken lassen, abwarten, Einholgeschwindigkeit machen wir schon mal relativ hoch. Bremse kam auch natürlich hoch, so. Grundnähe, 70 Meter erst. Na guck, müsste ich sogar noch weiter werfen jetzt hier mit dem Flying Collar Rig. Aber wir machen erstmal nur Jig. Also eine Drehung und einfach nur abwarten und jiggen. Mit der neuen Anzeige, muss ich sagen, ist das jetzt tatsächlich angenehm. Sehr, sehr angenehm.
Also, sonst war das tatsächlich gerade jetzt hier auch beim Angeln vom Land aus, jedes Mal, wenn halt diese Meldung weg ist, war das halt immer ein Zeichen, es könnte ein Fisch dran sein. Und jetzt, wenn die Meldung weg ist und die Warnmeldung, dass der Fisch wirklich dran ist, ist nicht da, macht das Ganze einfach entspannter. Ne? Das heißt, wir können jetzt hier mit den verschiedensten Ködern einfach durchtesten, rumprobieren. Wir machen jetzt hier einfach Flying Color Rig vom Land aus mit kleinen Steps. Oder, was man natürlich auch machen kann, super langsam auch einfach durchgieren, einfach so durchziehen. Auch das ist natürlich eine Möglichkeit. Ich hatte dazu ja schon mal ein Video gemacht. Ich verlinke das vielleicht auch nochmal. Das ist ein Video, wo es losging eben, wo ich frisch in dem Bereich war, dass man das nutzen konnte, das Flying Color Rig. Und das war dann auch vom Land, aber eben eine andere Position. So, und hier jetzt einfach probieren und testen. Andere Möglichkeit wäre dann natürlich, vielleicht sogar mit diesen Fischfetzen da nochmal dran zu gehen. Vielleicht triggert das ja dann auch nochmal. Was mich hier natürlich nochmal interessiert, das testen wir jetzt auch gleich nochmal. Einen Dreh machen wir. Kann ich das nochmal absinken lassen? Nee, das geht hier nicht. Das ist vielleicht weiter draußen möglich. Vielleicht ist es weiter draußen möglich, dass man quasi eine Schräge hochzieht und dann wieder runterlässt und man immer nur diese Schräge quasi beangelt. Das wäre natürlich auch nochmal eine Möglichkeit, wenn das gleich vielleicht ein bisschen, also wenn ich ein bisschen weiter rauswerfe, vielleicht geht da noch was. Zack, siehst du, zweite Mal ausgeworfen, 65 Meter, erste Drehung, sofort Biss. Ja, 65 Meter oder knapp 65 Meter, einmal gekurbelt nur und sofort der Biss. Gleiches Setup, kein Unterschied, das ist doch gut. Ja, und jetzt ist natürlich die Frage, was geht da rein und was hat Bock auf diesen Köder? Zack, rausgeschossen auf den letzten Meter. Also eine schöne Scholle, das ist schon mal ein richtig gutes Zeichen. 1,9 Kilo, richtig passend. Das Ding verdoppeln wir doch jetzt am besten nochmal. Also direkt wieder raus hier. Jawohl. Wir sind jetzt hier so bei 50 Meter ausgeworfen. Jetzt geht es in die Sinkphase sozusagen runter. Absinken lassen. Gucken wir mal, ob wir hier so bis auf die 65 wieder kommen. 60, 65. Es sinkt sogar recht schnell runter hier. Wir sind ziemlich schnell unten. Und dann geht es los. Ab wieder hier in den Jig. Also, das ist natürlich für mich, und wieder Biss. Das ist für mich die wichtigste Frage natürlich immer. Welche Farbe funktioniert, welcher Köder funktioniert? Und wenn man natürlich schon die Möglichkeit hat, hier mit dem größeren oder mit diesem Beifänger-Setup hier verschiedene Farben zu testen. Das hatte ich vorhin schon gemacht. Ich zeige das Setup jetzt gleich auch nochmal. Dann hat man das natürlich ein bisschen einfacher, dass man sagt, okay, auf die und die Farben springen die Schollen an. Wir haben es ja gerade im Kescher schon gesehen. Die Schollen bzw. die Plattfische, die waren gerade auf Rot, auf dem roten Maggot. So, ich lasse jetzt mal absinken und dann gucken wir in der Zeit mal rein. Und wenn wir doch dann hier Bisse haben auf dem roten Maggot, dann bauen wir natürlich auch das Setup dementsprechend um. Das heißt, ich habe sofort zweimal den roten Maggot dran gemacht und dann nochmal weitere Farben im rötlichen Bereich nochmal reingetan. Also einmal eher so ins Lila gehende, einmal ins Orange gehende, dass wir quasi das gesamte Spektrum an Farben einmal so ein bisschen abfächern. Wie gesagt, einmal ein bisschen heller, einmal ein bisschen dunkler und dann gucken, wo drauf beißt es denn weiter. Und es waren nach wie vor die meisten Bisse gerade jetzt hier an der Stelle und gerade heute zu der Zeit auf Rot. Heißt also für dich, wenn du hier bist, nicht einfach blind rot nachtesten. Klar, auch als eine Farbe, aber natürlich genauso verschiedene andere Farben testen. Vielleicht läuft ja bei dir zu einem anderen Wetter, zu einer anderen Zeit sozusagen, eine ganz andere Farbe deutlich besser. Also die Vorlieben der Fische ändern sich natürlich. Das ist ja wohl ganz klar und wird auch immer wieder gesagt, gerade hier nach so Server-Neustart, da muss man immer wieder neu suchen. Ja, und dementsprechend dann eben hier jetzt die Wahl beim Flying Color Rig.
auf diesen roten Köder und wie es aussieht, scheint das zu funktionieren. Ich bin mir noch nicht so ganz sicher mit der Mundschnur. Vielleicht mache ich das Vorfach nochmal. Ich glaube, jetzt sind wir hier bei 50. Vielleicht mache ich es doch ein bisschen länger. Wäre nochmal zu überlegen. Vielleicht einfach nochmal ein bisschen länger. Vielleicht ist das auch nochmal interessanter, wenn man hier gezielt ja jetzt auf eine Scholle als Trophy aus ist. Vielleicht hat das noch ein bisschen weniger Scheuchwirkung. Möglicherweise, wenn das ein bisschen länger unterwegs ist hier. Und ich bin ja auch, naja, so vom Einkurbeln, also zumindest mit jedem Kurbeln hier auf der Goliath relativ schnell unterwegs. Ich glaube, wenn man hier einfach runterdreht und so auf Tempo 5 oder so, oder ich mache mal mit der Goliath noch langsamer, wenn man einfach so langsam durchleiert, dann kann man das wahrscheinlich auch so mit dem 50 cm Vorfach machen und mit dem Jig. Ich wechsle gleich nochmal auf den Meter und dann teste ich das auch nochmal ein bisschen länger durch, wie das denn hier noch so funktioniert. Im Großen und Ganzen muss ich sagen, bin ich jetzt schon sehr zufrieden. Das Schöne, wie gesagt, für mich ist immer, ich könnte jetzt hier gleich nebenbei einfach Video schneiden, ein paar andere Dinge noch machen und ich stehe hier und es verbraucht kein Bootsticket. Ich kann zwischendurch einfach mal Pause machen und danach gehe ich hier einfach wieder hin, stehe immer noch hier an der Stelle, kann immer noch nach wie vor Prozente machen, zack, 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 einfach ein bisschen ein paar Fische rausziehen und dann geht das weiter. Das ist halt mega angenehm beim Angeln vom Land aus. Für mich einfach, ja, der ultimative Pluspunkt. Und selbst wenn man hier vielleicht mit Grundruten steht oder sowas und sowas probieren möchte, kann man das dann natürlich auch richtig gut machen. Also, so und so ähnlich geht es weiter. Ich werde weiter probieren. Tüttel jetzt hier mir die andere Mundschnur dran. 1 Meter. Hier ist es. 60 Kilo. 2-0er Haken vergrößere ich auch nochmal. Ich gehe mal auf den 4-0er Haken. Mach den Maggot wieder oder den Worm wieder drauf. Und dann heißt es jetzt wieder raus damit und auf die Schollen oder Steinbutt-Trophy hoffen. Petri Lümmels, wenn es geholfen hat, Daumen da lassen, Kanal abonnieren hilft mir. Und dann sehen wir uns im nächsten Video oder im Livestream auf Twitch. Montags, Mittwochs, Freitags immer um 19 Uhr. Und an den anderen Tagen auch immer um 19 Uhr. Manchmal auf YouTube, manchmal auf Twitch. Von daher Glocke reinhauen, damit du auch den Livestream nicht verpasst. Bis dahin, Petri.